Hallihallo, hier ist wieder der Martin, heute aus der Schweiz, aus der wunderschönen, aber kalten Schweiz. Und ich habe mir zu diesem Zweck, wir machen nämlich heute einen Ausflug, das sind der Marco mit seiner frisch vermählten Frau. Wir haben gestern geheiratet hier in der Schweiz, ich war eingeladen und heute geht es auf einen kleinen Tagesausflug hier in der Umgegend, vielleicht auch in den Schnee. Wir schauen mal, was sich ergibt. Und die beiden holen mich jetzt gleich hier von meiner Unterkunft ab und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, die beiden sind noch ein bisschen kamerascheu, vielleicht ändert sich das im Laufe des Tages. Also ich warte jetzt gerade, dass sie hier ankommen und mich abholen. Also seid gespannt auf einen schönen Tag hier in der Schweiz. Guten Morgen, Marco. Guten Morgen, Martin. Heute geht's in die Berge. Heute geht's in die Berge. So, ich habe dich schon angekündigt. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Es soll auch ein bisschen Schnee. Ja, wir freuen uns. Ich habe gerade schon meine neuen Schuhe. Ja, heute erste Mal mit festem Schuhwerk, keine Flipflops. Ja. Meine Frau ist im Auto. Ja. Sagen wir mal kurz Hallo. Hallo, guten Morgen. So, frisch verlobt, die erste Nacht verbracht zusammen als Ehepaar. Ja. War's gut? Lief sich auch nicht anders. Wunderbar. So, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Wir beginnen den Tag ganz fröhlich und fahren zum ersten Ziel. Okay. So, guck mal, wie blau der Himmel ist hier. Und heute geht's wohin, Marco? Es geht nach Affoltern im Emmental. In eine Schaukäserei. So, im Emmental. Emmentaler Käse. Wie wird er gemacht? Wir schauen mal. Schön über Land gefahren, also richtig tolle Panoramabilder. Es war noch kein Schnee in Sicht, aber der kommt noch. So, jetzt holen wir uns hier einen Parkplatz. Guck mal, wie toll das hier oben ist. Und der Himmel. Unglaublich. So, Leute, guckt euch das an. Ist das was? Und hier hat der Marco mir gerade gesagt, hier kann man auch übernachten und zwar in diesen Fässern, also kleine Mini-Unterkunft, da kann man übernachten, im Emmental. Ist doch herrlich, oder? So, und jetzt geht's hier in die Käserei. Hier kann man sich anschauen, wie der Emmentaler Käse gemacht wird. Und hier gibt es auch eine Verkostung. Ich habe noch nicht gefrühstückt, also Hunger hätte ich schon. Ja, es ist kalt in der Schweiz, oder? Nee? Ja. So, wir sprechen später auch ein bisschen über die Hochzeit und wie alles begann. Was für Hürden überwunden wurden, um hier zu heiraten. Denn der Marco ist Deutscher, seit 30 Jahren in der Schweiz. Und die May ist mit dem Heiratsvisum im Dezember hier angekommen. Papiere schon im Vorfeld. Alle fertig gemacht für die Heirat, für die Hochzeit. Hier war gestern und es war sehr bewegend. Also ich bin danach am Wasser gebaut. Ich habe mit Tränen verdrücken müssen. Es war sehr schön. Essen waren wir danach, Zürcher geschnetzelt, das habe ich gehabt. Die ganze Hochzeitsgeschichte habe ich nicht aufgenommen, weil es im kleinen Kreis und privat war. Alles gut, aber wir erzählen ein bisschen später drüber. Aber jetzt geht es erstmal zum Käse. Also wir sind jetzt wirklich hier in den Bergen im Emmental auf so einem kleinen Parkplatz vor der Käserei. Und man muss hier tatsächlich Parkgebühren bezahlen. Das ist unglaublich, oder? Und hier ist die Emmentaler Schaukäserei. Ich bin gespannt, wirklich sehr gespannt. Ich mache nochmal hinten einen kleinen Blick ins Tal. Ist das das Emmental? Wahrscheinlich ja. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich schön knackig kalt. Ist so um den Gefrierpunkt hier rum, dass es ja auch ein bisschen höher ist. Aber ist das was?
Schweiz gefällt mir. Gefiel mir schon immer. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Preisstruktur hier. Aber dazu gibt es ein spezielles extra Video zu. Das verspreche ich euch. So, jetzt geht's hier in die Käserei. Hier gibt es auch ein Restaurant. Hier kann man auch frühstücken, was wir jetzt erstmal machen werden. Natürlich gibt es auch sowas wie einen Hofladen, ja, wo man verschiedene Käsesorten und Schinken kaufen kann. Und hier kommen wir. Hier kann man runter in die Käserei reinschauen. Da wieder gemacht. Aber dazu gibt es bestimmt gleich noch mehr. Schönes Restaurant dabei. Ich bin gespannt, ich habe Hunger. So, guck mal hier auch mit so einer, das ist quasi im Sommer offen hier. Kann also quasi draußen sitzen. Die Fenster lassen sich also zur Seite schieben, da hat man hier einen richtigen Panoramablick. Das finde ich aber schon mal sehr schön. Also wir sitzen jetzt hier ganz schön am Fenster, eine schöne Aussicht. Da drüben die Sitzplätze, ja, also vor dem Fenster, die sind alle reserviert. Ist unglaublich, oder? Kommt da gleich ein Bus? So, jetzt schauen wir mal in der Karte. Kaffee habe ich schon bestellt. Und ja, hier gibt es ja diese Käsekuchen, nicht wie wir sie kennen. Also hier ist richtig Käse. Das sind ja... kann man sich auch gut mal einscannen. Also wer das Video anhalten will, kann sich hier den QR-Code mal scannen. Da kann man sich nämlich hier von der Cheese Factory die Webseite öffnen. Ach, guck mal hier. Hier gibt es Frühstück. Frühstück, die wichtigste Mahlzeit am Tag, natürlich von 9 bis 11. Da könnt ihr mal gucken hier. Ich meine, hier, da könnt ihr mal gucken. Also für diejenigen, die es nicht wissen, der Schweizer Franken, ein Schweizer Franken sind 1,05 Euro im Moment ungefähr. Okay. Also kann man sagen, rund 1 zu 1, ein bisschen mehr als, ja, dass man so ungefähr mal weiß, was hier so abgeht. Aber es ist halt die Schweiz. Gut, Eier, Frühstück mit Ei, Spiegelei, ja. Also ich habe mich jetzt für die Schuchäse-Schnitte entschieden. Ja, was immer das so ist. Rösti und dann ein Spiegelei obendrauf. Rösti ist Potato. Ja. Ja? Ja. Sehr gerne. Besser, Vorsicht. Guck mal hier. Kasseli Rösti. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja. Bitte schön. So, guck mal hier. Dankeschön. Also da muss ich mir eben drauf halten. Das ist ein Rösti mit Spiegelei hier. Hier gibt es Rösti mit Käse und Spiegelei, ja? Ja. Und ich habe hier ein Brot, ein Röstbrot mit Speckschinken, Spiegelei und natürlich Käse. Also, jetzt hauen wir aber rein hier. Also das ist unglaublich. Der Kaffee ist schon mal gut, aber ist ja keine große Kunst. Hier das Ding, da ist so dick Käse drauf. Heiß, der Teller ist heiß. Frischer Speck, das Spiegelei. Also Kalorien ohne Ende, aber scheiß drauf. Nee. Das ist der Wahnsinn. Und Marco, wie schmeckt es euch? Mhm. Das ist doch der Traum, oder? Mhm. Heiß und fettig. So, wir haben wirklich ganz, ganz toll. Das war schon kein Frühstück, das war schon eine Hauptmahlzeit. Ganz kurz mal eben. Alles gut. Wirklich wunderbar. Das hat sich endlich mal gelohnt. Auch wenn es teuer war, für unsere Verhältnisse. Für Schweizer vielleicht nicht. Es war grandios. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas von einer Führung, denn unten diese Käserei hat normalerweise auch Führungen. Kann sein, dass jetzt heute
weil es Wochenende ist, dass keine stattfindet. Aber hier, man sieht's. Die Leute schauen hier runter in die Käserei. Guck mal, wo vorhin noch der Käse drin war oder was auch immer, der ist jetzt schon wieder leer. Hier wurde also gearbeitet und es braucht also nicht so viel Personal, wie es aussieht. Und wir schauen jetzt mal, ob es hier irgendwas zu gucken gibt. Hier gibt es eine Information. Ja, so wie es aussieht, haben wir also die beiden Führungen verpasst. Das eine morgens um kurz nach 10 und einmal nachmittags um 15 Uhr irgendwas. Da haben wir zu lange am Frühstückstisch gesessen. Aber sei es drum, wir gehen jetzt mal nach draußen und machen uns jetzt auf den Weg in die Berge. Wir wollen nämlich heute nochmal meine neuen Schuhe austesten. Wir müssen den Schnee berühren. Kleine Schneewanderung. Und wir gucken mal, wo der Marco uns hinfährt. So, auf geht's in die Berge. Auch wenn es hier noch ein bisschen grün aussieht, es ist bitterkalt draußen, also für meine Verhältnisse zumindest. Und wir suchen jetzt den Schnee. Jetzt im Schnee angekommen in Andermatt, direkt hier an der Seilbahnstation. Die Skifahrer kommen hier runter, gesaust, das ist der Wahnsinn. Und hier kommen sie den Berg runter. Es ist wirklich hier gerade so die Schneegrenze. Also hier ist wirklich, kannst du den Bus auch hier hochfahren. Da ist die Seilbahnstation. Wir haben auch direkt unser Auto geparkt. Und hier ist also gemäßigter Schnee, aber wenn es dann rauf geht, da hat es also genug zum Skifahren hier. Kommen also alle der Nase lang jetzt hier runtergefahren. Von da oben. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Spaziergang durchs Örtli. Ja, haben wir doch noch Schnee gefunden, Marco. Oder der Schnee hat uns gefunden. Ja. Ist kalt, ne? Ja, sehr kalt. Ja, guck mal, und ich habe auch keine Flipflops an heute. Wie gesagt, die müssen heute durch den Schnee. So, wir spazieren ein bisschen durchs Dörfli, Andermatt. Guck mal hier, damit mein Köpfchen nicht so kalt wird, habe ich ein Mützchen bekommen. Der Marco hat eine richtige Mütze auf, eine Wollmütze. Aber als Schweizer hat man immer auch noch ein anderes Käppchen dabei. Also, es ist nicht sehr viel los, aber leise rieselt der Schnee. Man sieht es vielleicht, die Schneeflocken. Autos gesehen auf dem Parkplatz, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Holland, England. Also die Skifahrer, die kommen wirklich hier hin. Ansonsten Ausflügler, ich weiß es nicht genau. Wir gehen jetzt mal ins Dorf hier rein, um später auch mal ein Heißgetränk zu nehmen. Wir haben mal so auf die Speisekarten geschaut, hier gibt es ja auch einige Restaurants und Cafés. Ist schon interessant. Naja, aber ist halt die Schweiz. Guck mal hier. Es ist richtig schön hier, wirklich schön. Und man kann es auch an den Autos sehen. Also es sind also auch die ein oder andere Luxuskarossen hier zu sehen. Wirklich schön. Nicht überlaufen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, hier das Brautpaar, einen Tag nach der Hochzeit, quasi das erste Mal verheiratet. Ja. Jetzt hier in den Schweizer Bergen unterwegs. Wie fühlt es sich denn so? Erstaunlicherweise ganz normal. Nicht viel anders wie sonst. Ja, und jetzt habt ihr ja quasi eure Zweisamkeit. Ihr seid mal ein paar Wochen jetzt zusammen. Die May ist jetzt ein paar Wochen hier mit ihrem Heiratsvisum. Und das Ganze ging ja eigentlich relativ schnell.
Das Ganze ging schnell. Alles in allem würde ich sagen 2,5 Monate. Die ganze Vorbereitungszeit mit allen Papieren und so weiter? Ja, ja. Das ging ja eigentlich. Wo hat es am meisten Schwierigkeiten gegeben? Ich habe eigentlich keine. Keine Schwierigkeiten? Es gab keine Schwierigkeiten. Weder auf thailändischer Seite noch auf Schweizer Seite. Lief alles ohne Probleme. Wir waren selber ganz erstaunt. Ja, die May hat ja auch in Bangkok schon das A1-Diplom gemacht. Genau. Also auch schon Deutsch gelernt. Ist natürlich jetzt hier eine Umstellung mit dem Schweizerdeutsch. Ja, aber Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, das kennen wir Deutschen ja selbst auch. Also es ist schon ein Unterschied. Und der Marco, der spricht Schweizerdeutsch mittlerweile. Er probiert's. Nach fast 30 Jahren. Also. So, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren hier. Und gleich gibt es noch ein paar Informationen mehr. Also, das Pärchen. Also ich hab wirklich gestern bei der Trauung mit den Tränen kämpfen müssen. Es war sehr rührend. Ja. Deswegen freue ich mich umso mehr, dabei gewesen zu sein. Einmalige Geschichte. Also nicht auf die Idee kommen, jede Woche jetzt mich zu einer Hochzeit einzuladen. Also das wird schwierig. Ja, es sind einige auch nur hier auf der Wanderstraße. Guck mal hier, wie schön das ist. Guck mal hier. Oh mein Gott. Also da hat sich's wirklich schon gelohnt. Es kommt auch noch ein bisschen die Sonne raus. Also ein schöner Tag. Ist das schön anzusehen? Also ich freue mich für die beiden, auf jeden Fall. Also ich bin ja nie Ski gefahren, Wintersport, höchstens Après-Ski mal, aber alles andere, ich bin ja sportlich eher eher unbegabt. Und Wintersport erst recht. Ich habe mal in Berchtesgaden, war ich mal eingeladen zur Snowboard-WM. Von der Warsteiner Brauerei, da habe ich einen Preis gewonnen. Bei der Warsteiner Brauerei ein Wochenende zur Snowboard-WM in Berchtesgaden. Also, das war auch Anreise mit dem Zug. Und es war sehr anstrengend, aber da war ich noch jung. Oder jünger, sagen wir so. Ja, also, wer von euch schon mal in Schnee, also Wintersport, lasst mir gerne mal unten eure Lieblings-Wintersport-Destinationen. Vielleicht sind wir das eine oder andere Mal im nächsten Winter, oder? Winter ist noch lang. Vielleicht mal irgendwo anders. So, es wird Zeit für ein Heißgetränk. Jetzt versucht man hier ein Plätzchen zu bekommen in der... Also ein Platz und dann ein Plätzchen mit dem Heißgetränk. Guck mal hier, was gibt's denn hier Schönes? Heute Butter und Urdinkelzopf. Ja. So, kommt der Martin rein. Er kommt rein. Und auch schöne Bäckerei hier. Es sind schon einige Leute hier, also wir sind nicht die Letzten. Und da gibt es sogar ein Plätzchen, guck mal hier. Da haben wir sogar Platz gefunden. Wunderbar. So, ich nehme heute mal ausnahmsweise ein Heißgetränk. Hier einen schönen Früchtetee. Das sieht ein bisschen deutlich aus. Ich kenne also Früchtetee eher so rötlich. Aber das macht ja nichts. Das werden wir bestimmt schmecken. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Zitrone dazu. Und hier auf der anderen Seite, da gibt es Kaffee für die Mehl, schönen Kaffee-Creme. Und hier noch einen halben Cola. Ja. So, sehr schöner Aufenthalt hier. Guck mal hier, schöne Pralinen gibt es hier. Ich guck mal nicht auf die Preise, aber auch hier, Gebäck, Brot. Tolle Bäckerei. Es war gar nicht so teuer, also für einen Ausflugsort in den Schweizer Bergen 14 Euro für einen Kaffee, für einen halben Liter Cola und für einen Tee. Schweizer Berge. Ist wie in Thailand auf den Inseln, alles ein bisschen teurer. So, das hält sich wirklich so ein bisschen am Schneien. Man sieht jetzt auch, die Skifahrer kommen zurück von ihren Ausflügen, von den Pisten.
Und von den Pisten geht es jetzt wahrscheinlich zum Après, oder? Zum Après-Ski. Ja. Ich glaube, ich kaufe mal Skier. So laufe ich da mit den Skiern durch die Gegend und wie kommen die auch rein? Nee, kannst du ja auch die Ski vor den Läden abstellen, ja? Muss man aufpassen, ne? Dass sie nicht abhanden kommen. Ski abstellen, rein, was trinken und wieder raus. Also, mir gefallen die Berge ja. Schön angenehm, frisch. So, das hat gut getan, mal so eine kleine Aufwärmung, oder? War nett, gell? Ja. Jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren. Und dann geht es dann gleich schon wieder zurück ins Flachland. Da wartet ja dann noch ein Cordon Bleu auf uns. Da erwartet uns ein richtiges Cordon Bleu und dazu aber später mehr. So, abseits den normalen Pfaden, gucken wir mal, ob wir eine kleine Schneewanderung machen können, bevor es zurückgeht. Denn sieht so aus, als wenn wir hier hinter den Häusern wieder zum Skilift kämen. Das ist doch richtig toll hier. Also, ich komme leicht aus der Puste. Nichts mehr gewohnt, ich muss abnehmen. Bald. Also das ist hier der Kirchweg, so wie ich es von unten gesehen habe. Hier wegen der Kirche im Hintergrund. Hör mal, ist das was? Im Schnee hier in den Bergen von Andermatt. Unglaublich. Tja. Das haben wir richtig gut abgepasst hier. Also es rieselt nur leicht. Wunderbar. Jetzt gehen wir hier hinten rum. Schleichwege. Hier hinten rum geht es einen ungeräumten Weg, Fußweg, hinter den Häusern her. Und da wird es wohl auch wieder ins Dörfli kommen. So, jetzt sind wir am Parkplatz hier angekommen. Jetzt geht es schön mit dem guten Kia wieder Richtung Flachland. War ein richtig schöner Aufenthalt hier. Wir waren jetzt hier 2,5 Stunden unterwegs, spazieren, Heißgetränk und so weiter. Und jetzt dauert es schon noch eine ganze Weile für die Rückfahrt. Und dann gibt es ein Cordon Bleu, ich habe davon gehört. Ihr werdet es später sehen, also das wird nochmal speziell. Auf geht's. Bei den Zonen hast du schon angeschrieben hier. 85 Kilometer. So, jetzt kommen wir zum letzten Part für heute. Heute geht es in das Fat and Happy Restaurant. Da gibt es mega Portionen. Und wir trauen uns heute mal an das Cordon Bleu, Schweizer Spezialität. Und da gibt es verschiedene Variationen, aber mehr dazu drin. So, hier auch schönen Außenbereich. Kann man auch draußen sitzen, wenn man möchte. Besser im Sommer, nicht im Winter, aber Tisch ist reserviert, aber ist wohl noch nicht ganz so voll. Deswegen wir sind ein bisschen früher dran. Und hier geht es jetzt rein in den Schuppen. So. Noch mit Dosse warten. Ich war. Ui, da muss ich mal die Jacke nochmal holen. So. Also jetzt geht's, groß ist die Qual der Wahl. Das ist ein Restaurant, wo es auch große Portionen gibt, also wie gesagt auch. Man kann also hier wählen, ich komme hier so kurz übersicht. Hier beim Cordon Bleu zum Beispiel, für den kleinen Hunger 200 Gramm. Und dann geht's rauf, 350, 500, 800, 1 Kilo, 1,5 Kilo. Ich meine, das sind dann auch, das ist auch ein Huni weg, aber wir sollen das essen. 100. Ja. Beim Schnitzel genau das gleiche. Da gibt es hier auch ab 200 Gramm, auch bis 1,5 Kilo. Ich meine, das ist aber der Wahnsinn, oder? Und die haben auch noch auf der Karte viele, viele andere Gerichte. Also, ja, da ist also einiges zu finden. Auch hier beim Steak ganz genau das gleiche: Rinder, Schweinesteak, Putenbrust. Also, es gibt also eine riesige Auswahl hier. Und ja, was nehmen wir denn, Marco? Ja, ich würde sagen, ein gepflegtes halbes Kilo. Ein halbes Kilo.
500 Gramm. 500 Gramm, ja, das ist ja eigentlich, das ist für die Stämmigen, ne? Ja. Und wir sind viel gelaufen heute im Schnee. Wir sind viel gelaufen, also die Kalorien haben wir schon vorher abgebaut. Ja. Was mit der Mähe, was nimmt die? 350. Und ich? 200. 200? 200 Gramm. After you eating 200, after you hungry, you want a half from my colon bone too. Das, der erste Ehestreit ist schon da immer. 200 Gramm, nee, 350. Ja, wir bestellen jetzt und dann schauen wir uns gleich mal an, was da auf dem Teller kommt. So, es ist soweit. Das Cordon Bleu ist da. Wir haben Gott sei Dank nur das 500er bestellt. Da hinten am Nachbartisch 1000 Gramm. Das reicht hier, guck mal. So, hier, das ist wirklich, wirklich ausreichend. Schönes, großes Cordon Bleu. 500 Gramm Pommes dabei, kein Salat und nichts, kein Schnickschnack, alles gut. Ich sag mal, einen guten. Einen guten. Einen guten, bravo. So, es sieht gut aus, der Fortschritt, guck mal hier. Teller leer, bis auf ein paar Pommes und Teller leer. Alles geschafft und es war sehr, sehr lecker, oder? Das war sehr gut, ja. Ja. So, ihr Lieben, war ein langer Tag für uns, ein langes Video für euch. Ich sage jetzt mal Tschüss. Morgen geht es wieder auf große Reise und nach Deutsche Lande. Tschüss, bleibt gesund, da braucht ihr keinen Doktor. Wir sehen uns bald wieder und jetzt noch Tschüss von den beiden. Ja, ich möchte vielleicht noch anbieten, wir beide hatten jetzt noch ziemlich Glück. Die ganze Vorbereitungsgeschichte mit dem Heiraten. Wenn in der Schweiz jemand ist in der Community, der in derselben Situation ist, Probleme haben sollte, diverse Unterlagen auszufüllen oder sonst einfach Fragen hat, wir sind gern bereit zu helfen mit Rat und Tat, insofern wir das können. Also wer möchte, kann sich gern über den Martin dann mit uns in Verbindung setzen und da sind wir gern bereit auch zu helfen. Ja. Tschüss. Tschüss.